Wenn du mich fragst, und hast du Bock? Und ich dann so, nee. Ich glaube, das liegt an, also, meine Kelle ist schief. Ja, ja, ich denke auch. Meine Kelle ist schwarz-rot. Alles klar, dann. Früher war der Warenkorb leer und heute ist im Warenkorb. Hallo liebe Sparfreunde, es ist wieder Freitag, das heißt Challenge-Tag bei uns. Und zwar habe ich mir heute die Alex geschnappt und den Arne. Und wir machen heute zu dritt eine Party-Challenge, also Partyspiel in der Challenge. Es wird 7 Spiele geben. Wer dann die meisten gewonnen hat, hat am Ende gewonnen. Und wir befinden uns hier in der Arena. Da kommt auch bald eine Eröffnung, Alex. Ja. Gut, groß geplant. Aber bisher sieht es sehr geil aus, Lichter aufgebaut. Robert hat es vorbereitet. Und warum machen wir Partyspiele? Das wurde in der Instagram-Story. Da hatte ich eine Umfrage geschalten. Das war die meist geklickte. What? Und wenn ihr da auch gerne mit abstimmen wollt, könnt ihr gerne mal bei Instagram vorbeischauen. Und wir starten jetzt mit Spiel 1. Ich habe Bock. Wie sieht es bei euch aus? Ja, auf jeden Fall. Ich habe Bock zu gewinnen. Top motiviert. Sehr gut. Auf geht's. So, die erste Challenge. Wir haben hier ein Schälchen, das haben wir voll mit Konfetti gemacht. Wir pusten die Konfetti-Blättchen hier raus sozusagen. Und bei wem es am schnellsten geht, hat gewonnen. Okay. Auf die Plätze, fertig, los. Sieht super aus, Alex. Als ob du das jeden Tag zu Hause machst. Für Silvester. Nicht wieder auffangen, raus. Hast du leer? Ja. Okay, ich hab gestoppt. Na komm, ja, stopp. 17 Sekunden. Oh, du kriegst alles in die Fresse rein. Erstmal, ne. Kannst du vergessen. Hier sieht's aus, geil. Gut, das war's, du machst es nicht, ne? Gut. Auf die Handschuhe. Warte kurz. Hä? Oh. Robert, jetzt hab ich's. Fokus. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ey, das war ausgeschüttet. Ist da was drin? Ja. Hat auch noch ausgeschüttet? Ja. Nee, es war krass. Auf die Plätze, fertig. So. 3,98. So, die erste Challenge ist rum. Wir haben das so gemacht, der erste bekommt 2 Punkte, der zweite bekommt 1 Punkt. Das ist in dem Fall, ich war am kürzesten, 2 Punkte, Arne 1 Punkt. Alex leider noch 0, aber wir haben noch 6 weitere Spiele. Das nächste Spiel, wir haben eine Tischtenniskelle bekommen, die wir auf einem Finger balancieren müssen. Und wer das am längsten schafft, hat gewonnen. Okay, machen wir alle gleichzeitig, oder? Mhm. Robert, willst du Startkommando geben? Ich gebe Startkommando. Ach, jetzt gleich also, so ohne Körper. Und dann loslassen, ja? So los mit Körperkontakt oder ohne? Nee, ohne. Ich glaube, das liegt an, also, meine Kelle ist schief. Ja, ja, ich denke auch. Meine Kelle ist schwarz-rot. Ja, dann 3, 2, 1, go. Nein! Yes! Ja, alle fünf Junge. Einfach durchgespielt, das ist schön. Sehr gut, Arne. 2 Punkte für Arne. Wer war schon? Warst du schon? Ja. Okay, 1 Punkt. Also haben wir 3, 3. 0, selber. Okay, auf geht's zum nächsten Spiel. So, bei uns startet jetzt die dritte Challenge. Wir haben die Aufgabe mit den Handtuch durch so eine Ziehbewegung den Ball vorne in den Becher zu befördern. Ich zeig's einmal. Ja, war gar nicht so schlecht. Ja. Ja. Also es war. Und wer zuerst versenkt hat, oder machen wir auch einen zweiten Platz? Na, zweiten auch, ja, wegen dem einen Punkt, den es noch gibt, genau. Und wenn man halt beim anderen trifft, zählt das für den anderen? Ja, können und wir machen. Nur einen Ball schießen, ne? Gut. Perfekt. Alex, du musst jetzt langsam, ne? Na dann, let's go, ja. 3, 2, 1. Hey, auch noch bei dir sieht das gar nicht so schlecht aus. Ah, das war knapp. Oh, Mann, ey. Wir sind auch sehr konzentriert. Ich würde gerne mehr moderieren, aber ich kann mich gerade. Ich muss gerade ein bisschen das Spiel. Kante. Oh, schon wieder Kante. Oh. Scheiße. Mein Gott. Eins am Ende. Oh. Ah. Oh, Mann! Ja! Yes! Alex, ihr was drin? Ja, Jungs, wir haben jetzt noch was vor. Ja. Ey, das kann nicht sein. Lasst euch ruhig Zeit. Soll ich mal für euch machen?
scheiße. Also ich würde sagen... Easy, sage ich. Also ich habe noch was vor, Leute. Heute. Ich würde sagen, wir probieren wirklich noch 2-3 Mal und dann kriegt für Alex wirklich die 3 Punkte. Ja. Okay, jeder noch 3 Versuche. Na gut. Schrei. Jamie 1. Ah. Mhm. Andere 1. Das kann nicht sein. Gut. Ach. Ja. Okay, verdiene Danke. 3 Punkte. Danke. Also, Alex kriegt jetzt 3 Punkte für das Spiel. Haben wir alle 3 und gehen wir ins vierte Spiel. Ja. So, also das dritte Spiel ist vorbei. Es ist jetzt ausgeglichen. Jeder hat 3 Punkte. Hast deswegen wird es spannend. Gemacht, ja. Danke, danke. Wir haben das nächste Spiel und zwar haben wir eine Bierpong-Pyramide aufgestellt. Und unser Ziel ist es, innerhalb von 10 Sekunden die Bierpong-Pyramide mithilfe dieser Tischdecke in dieses Viertel hier zu bringen. Und zwar möglichst viele Becher noch stehen zu lassen. Genau, also für die, die stehen, also so dann quasi im letzten Viertel 3 Punkte. Für die, die liegen, kommen 1 Punkt. Und für die, die nicht am Tisch sind, 0 Punkte. Ja. Also unser Bierpong-Tisch, man hat so eine Metallschiene, das hier dann die Markierung. Und 10 Sekunden Zeit und ja, soll Arne mal anfangen? Ja, schauen wir mal, was wird. Arne, ja. Let's go. Auf die Plätze, fertig, los. Arne hat die Decke fest in der Hand, wie die Schuhe beim Schnürsenkelbinden. Jetzt wackelt es aber deutlich, es steht aber noch, jetzt zittert es langsam. Über den zweiten, jetzt fallen einige um, sind aber noch alle rum drauf. Stopp! Und 0 Punkte. Ja! Super, Arne! Super, klasse. Hä, was hast du gemacht? Ja, die Zeit war runter. Ey, das war aber du musst doch nur bis hierher. Ja, ich war noch nicht im letzten. Ey, das war so gut, ich dachte, das schaffe ich nie. Und dann... Ja, 0 Punkte, perfekt. Aber es sah, übelst gut aus. Ja, ich dachte auch so. Ja, mit ein bisschen mehr Zeit hätte man auch. Aber bis hier, ne? Alles war aber geil, das passiert mir bestimmt auch. Ja, wenn die Decke ausgeht und dann auf die Plätze, fertig, los. Null! Wow. Ja, jetzt sind auch. Was ist das jetzt? 10 Sekunden rum. Das sind 0 Punkte. Keiner im letzten Viertel. Weil die nicht im letzten Viertel sind. Hier ist das letzte Viertel. Okay, ich muss einen einzigen Becher dahinter bringen. Ist das geil? Hä, hey, aber die Serviette, die Tischdecke ist ja von alleine unten drunter gerollt. Müssen wir nachfassen oder so? Das ist ja richtig sinnlos. Ey, ist kann ich so peinlich an. Alle noch über Arne aufgeregt. James hat jetzt eigentlich eine gute Ausgangslage. Ich muss einen Becher einfach nur hinten liegen. Auf die Plätze, fertig, los. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ja! Natürlich clever. Geil. Natürlich clever. Ja, reicht? Es war clever, dass du das so weit vorne... Ja. Was ist das, der? Ja. Drei Punkte, ja. Drei Becher liegen. Also die sind ja noch davor. Ja. Wo ist denn das hier? Ja, die sind sogar noch drauf, alle. Alter. Ja. Oh, Junge. Macht. Ja, ist relativ einfach. Genau. Ja, ich glaube, wir brauchen jetzt 15, nichts. 18 Punkte, aber. Ja, 18, das war aber auch, ich muss sagen, ich hatte jetzt null Druck, weil ich wusste. Ja. Ich fange beim nächsten Spiel an. Herzlichen Glückwunsch. Hast du so, super gemacht. 6 Punkte ich. 3-3. Und ja. Fünftes Spiel kommt. 7 Hammer. 3 Spiele noch. 5, 6, 7. Dreht euch um. So, wir sind beim fünften Spiel angekommen. Bei uns ist langsam hier ein bisschen Konkurrenzkampf aufgetreten. Stimmung ist langsam ein bisschen feurig. Nächstes Spiel, also 6 Punkte, 3-3. Nächstes Spiel, wir haben einen Tischtennisball, können uns um den Bierpong-Tisch, den es übrigens bei uns im Shop zu kaufen gibt, frei bewegen. Und Ziel ist es halt, wir fangen ein mit einem auf, so. Aufballer. Dann 2, 3, 4, je nachdem, wie viel wir schaffen. Na gut, wollen wir den einen eigentlich überspringen, oder? Nee. Das wäre witzig gewesen, wenn jetzt schon jemand rausgeflogen wäre. Okay. Oh ne, wir holen einen Ball. Also ich hab doch einen Ball. Ich hab doch einen Ball. Oh! Das wäre aber knapp. Oh, oh. Untalentiert. Oh, ah, ich bin okay. Raus, perfekt. Ey, 4 habe ich vorhin immer geschafft. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Kein Druck. Ja! Mist! Also ich muss sagen, es sieht sehr einfach aus, ist es aber überhaupt nicht irgendwie. Doch, ist es eigentlich.
6. 6 kannst du schon mal. Du bist einfach schon, hast schon übersprungen die 4. Mein Gott. Siehst du auch, das ist nicht so schlimm. Wir sind auch alle okay. Wer das alles hat, ne? Hey, letzter Versuch jetzt, also kriegt ihr beide nur einen Punkt. Jetzt hole ich mir den zweiten. Das war fünf, oder? Es waren 5. Ja. Bisschen höher ansetzen, dann. Ja. Was meint der? Nochmal schräg oder? Nee, gar keine Tipps. Über den ganzen Tisch. Über den ganzen Tisch. Okay. Also, Alex hat damit 4 Punkte, ich habe 7, Arne hat 3. So, jetzt kommen wir zum 6. Spiel. 2 Spiele haben wir noch. Also ist selbst für Arne noch alles drin. Ja. Jeder kann noch gewinnen. Ich möchte noch mal machen. Okay, dann mach jetzt noch mal auf Cam. So, wir sind beim 6. Spiel angekommen. Wir sind jetzt beim 6. Spiel angekommen. Alex hält gar nichts mehr hier. Und zwar relativ einfach, jeder hat 4 Becher und wir müssen den Becher flippen. Arne, kannst du kurz mal vormachen? Ja, perfekt. Und dann, bis, so bei machen. Wem zuerst alle 4 Becher stehen, der hat dann gewonnen. Nein, warte mal. 3, 2, 1, go. Ich bin fertig. Alex ist fertig. Technik. Oh, jetzt wird's hängen. Fuck! Fuck! Ey, er lässt mich hängen. Okay. Also Alex, 2 Punkte. Du bist dann jetzt bei 4, 5, 6. 1 Punkt, 4. Ich, 7 geblieben. Okay, letztes Spiel, ist noch alles drin. So, wir sind jetzt bei der letzten Challenge angekommen. Und zwar haben wir hier Tischtennisbälle und ein kleines Behältnis, ein Becher, wo wir den reinrollen, reinschießen, wie auch immer. Es zählt, wenn der Ball drin ist, komplett. Wieder rauskommt, zählt das auch. Und genau, wir müssen jetzt die ersten beiden Plätze noch ausspielen. Für Arne geht es noch im zweiten. Aber trotzdem, wir sind alle trotzdem top motiviert. Und ja, ich werde jetzt gewinnen. Nee, ich werde gewinnen. Nee. Schön nochmal hier Arne in die Pfanne hauen. 1, go. Ach, Digga. Alter. Der war drinne. Der war drinne, ja. Ey, Grobe, kannst du dir aus dem Weg gehen? Es war drinne. Hallo? Ja, du hast doch schon einen Punkt, aber wir müssen trotzdem noch weitermachen. Wenn Arne jetzt trifft, hast du gewonnen. Wenn ich treffe, sind wir gleich. Erst? Ja. Scheiße, Alex hat gewonnen. Das gibt's nicht. Ey. Gut, herzlichen Glückwunsch, direkt vom ersten getroffen. Sehr danke, gut. Danke. Sieger. Komm, hast du toll. 8 Punkte, 7 Punkte, hast du 5 Punkte Arne. Gerne bei unserem Shop vorbeischauen, den Bierpong-Tisch zum Beispiel, die Becher, die gibt es alle bei unserem Shop. Gerne mal kommentieren, liken auch, kommentieren was zum Beispiel, was ihr sehen möchtet. Genau, was gibt es sonst noch zu sagen? Ich freue mich auf weitere Challenges. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Guckt gerne auch die anderen YouTube-Videos an. Wir hatten eine Fußball-Challenge. Basketball, waren bei den Bierpong-Meisterschaften. Das haben wir noch so Schönes gemacht. Wir stellen auch gerne unsere Sachen vor. Instagram lohnt sich. Also schaltet gerne ein und ein schönes Wochenende euch. Tschüss. Ciao.